Was rechtfertigt eigentlich genau diese Form von Selbstjustiz? Kaum einen Tag nach der Pressekonferenz am Dienstag um den Mord an der 12-jährigen Luise aus Freudenberg wissen heute hunderttausende Menschen sowohl um die Identität als auch um das Aussehen der beiden unter 14-jährigen mutmaßlichen Täterinnen. Und das, obwohl Polizei und Staatsanwaltschaft die Identitäten mit höchster Empfindlichkeit schützen wollten. Grund dafür sind die öffentlich aufrufbaren TikTok-Konten der vermeintlichen Täterinnen. Auch einen Tag nach der Pressekonferenz sind diese nämlich noch immer frei abrufbar. Tausende Kommentare und hunderttausende Aufrufe unter den Videos grenzen an eine digitale Hetzjagd. Was ist hier schiefgelaufen? Vorab gilt es allerdings festzuhalten, dass die Tat aufs Schwerste zu verurteilen ist und kein Motiv dieser Welt jemals einen Mord auch nur im Ansatz rechtfertigt. Sprechen wir hier allerdings speziell in diesem Fall nicht schon von digitaler Selbstjustiz? Ein User schrieb beispielsweise: Lass uns den Hass vermitteln, den sie gegeben hat. Diesen Menschen darf nichts Gutes passieren und wenn das Gesetz schon nichts macht, müssen wir dafür sorgen, dass sie mental dafür leiden. Drecksplagen, 37 Likes. Ein weiterer schrieb: Mörderin, warte ab, bis ich dir über den Weg laufe. Es gilt an dieser Stelle ein paar entscheidende Fragen zu stellen. Was rechtfertigt diese Form von Selbstjustiz und warum sind diese Konten überhaupt öffentlich zugänglich? Und losgelöst von diesem Fall, wie explosiv ist das Fass, das aufgrund von Social Media und Co. der Ruf einzelner Personen langfristig aufs Gröbste geschädigt wird, insbesondere wenn es um einen falschen Verdacht geht? Ein Redaktionskollege meinte hierzu, TikTok kommt halt aus China, da kann man als Polizei und Staatsanwaltschaft wenig machen. Aber ist dem wirklich so oder entgeht uns in dieser Aussage bereits schon hier der wirkliche Blick auf die Reichweite und Tragweite der Plattform in allen erdenklichen Richtungen? Wir haben einem unbeteiligten TikTok-Nutzer aus unserem direkten Umfeld, der jedoch keine näheren Kenntnisse zu der Thematik hatte, gebeten, ob er die Identität der Täterinnen herausbekommt. Es dauerte 20 handgezählte Sekunden, bis er das erste Konto bereits entdeckte. Keine 2 Minuten später lasen wir bereits in der Kommentarspalte einer mutmaßlichen Täterin. Das Konto der zweiten Täterin haben wir im Übrigen genauso schnell entdeckt. Was bleibt also am Ende festzuhalten? In erster Linie gilt es, einen Appell an uns selbst zu richten. Auch im Internet sollte keine Selbstjustiz möglich sein. Sonst sind es vielleicht bald wir, die mit unseren Kommentaren und Aktionen das nächste, vielleicht dann sogar unschuldige Blut an den Händen kleben haben.